gelangen Sie zu Charles Cartier-Wells. Okay. Türe auf. Bin gleich da. Ich will zu meinem Bobby. What the fuck? Warum steht da mein Name? Irgendwas stimmt hier nicht. Scheiße. Okay. Es gibt kein Charles Cartier-Wells. Ich bin die Böse. Okay. Merlin, mein kleines Schwammchen. Bitte, lass mich arbeiten. Komm, Papa. Spiel mit uns. Okay. Aber nur kurz. Wie soll ich jetzt hier runterkommen? Wer ist das? Diese Stimmen? Dein Vater. Er behielt viele deiner Kindheitserinnerungen für sich. Das ist ekelhaft. Genie und Verzweiflung. Eine gefährliche Mischung. Warum ist es ekelhaft, wenn man ein bisschen Kindheitserinnerung... Also gut, okay, nehmen wir. Du hast Entsetzliches erlebt, aber es ist ein Fehler, deiner Familie den Rücken zu gehen. Ich helfe dir, Schatz. Meine Erfindung lässt dich alle schlimmen Erfahrungen vergessen. Höp. Morgen habe ich Geburtstag. Wer oh. Bin ich? Was wünschst du dir daraus? Jax? Einen Jax? Dylan kann nämlich nicht schwimmen, deswegen darf man nicht ins Wasser. Jo, Papa. Hier ist dein Mädchen. Das ist wie Fotos aufheben, würde ich ja sagen, wenn ich das so sehe. Das ist eigentlich normal. Als Elternteil würde ich das auch machen. Ich sehe nur blasse Fragmente meines Lebens. Lautlos. Fade. Dumpf und tot. Mach das Familienalbum später fertig. Charles ist in der Nähe. Du hast's fast geschafft, Schwester. Der Albtraum ist fast vorbei. Da stimmt was nicht. Ich bin sicher. Aber was ist das? Mein Vater. Seine Arbeit ist sein Leben. Ich soll ihn überzeugen, es zu zerstören? Seine Arbeit war der einzige Weg, das Leben zu retten, das er so sehr liebte. Was meinst du? Schau dich um. Schmerzliche Erinnerungen zu löschen. Einen Autounfall zu vergessen. Mein Gott, er tat all das für mich. Und du bist der einzige Mensch auf der Welt, der ihn überzeugen kann, es zu Ende zu bringen. Alles. Alle wieder hinkriegen. Ich brauche nur etwas mehr Zeit. Nur etwas mehr Zeit. Nun soll er seine eigene Medizin schmecken. Dieser Hetzer. Okay, komm. Bzzzt. Erinnerung remixen. Plink. So. Jetzt fängt das wieder an. Okay, dann machen wir mal remixen. Schau mal. Na, komm. Was ist das? Der erste Remix. Papa, kommt Mami bald heim? Sehr bald, mein kleines Schlauchchen. Mami mag Jax nicht mehr, weil er böse war. Schön ruhig. Ich mache alles wieder gut. Mamis Bein heilt nicht mehr, es ist zu spät. Oh, das kriegen wir auch noch hin. Aber jetzt...
helfe ich erstmal meiner Kleinen. Nirre? Na, wie fühlst du dich? Meinst du, Mami hasst Jax? Nein. Warum? Hat er was Böses gemacht? Nein. Nein, hat er nicht. Nun geh wieder spielen, ab mit dir. Okay. Daddy hat zu tun. Hab dich lieb, Papa. Ich habe es, Silla. Ein Heilmittel gegen das Elend. Damit lindere ich deinen Schmerz. Und wir werden wieder glücklich. Und dann... befreie ich die ganze Welt vom Schmerz. Jawoll! Jetzt soll man ihn dazu bringen, dass er Nille killt. Way. Papa, kommt Mami bald heim? Sehr bald, mein kleines Schlauchchen. Wie war das? Mami mag Jax nicht mehr. Eine böse war. Ah, so, okay. Schön ruhig. Ich mache alles wieder gut. Mamis Bein heilt nicht mehr. Es ist zu spät. Oh, das kriegen wir auch noch hin. Aber jetzt... helfe ich erstmal meiner Kleinen. Wo kann ich jetzt hinzugreifen? Ah. Den Remix remixen. Was? Der Unfall. Mal wieder. Das kennen wir doch. Das hatten wir schon. Silla, Liebling, ist alles in Ordnung? Du solltest schon seit Stunden zu Hause sein. Sie bauen, Mamereferik. Ich musste einen Umweg über Neubelville nehmen und der Verkehr war schlimm. Hast du Jax gefunden? Jax! Ja, hab ich. Und nächstes Jahr organisierst du den Geburtstag. Deine Tochter ist unmöglich, seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk kriegt. Darf ich ihn haben? Bitte! Ich war den ganzen Tag im Labor. Hattest du Zeit, mein Memo über die Memorial-Therapie zu lesen? Ich war einkaufen mit Mami. Hallo, mein kleines Schlauchchen. Sei brav bei deiner Mutter, ja? Charles, Schatz, ich denke nicht, dass die Kunden deine Idee gut finden. Ich glaube, Gedächtnisse speichern macht wirtschaftlich mehr Sinn. Kannst du auf den Händen Stell dir laufen? Die Möglichkeiten vor. Das menschliche Gedächtnis steuern. Wenn ich Reden wir morgen könnte. Drüber, ja? Jetzt denke ich, ist es besser, wenn deine Tochter vergisst, dass heute ihr Geburtstag ist. Wir könnten was zu essen mitnehmen. Ich wunderte mich, warum es so ruhig war. Ich sollte dich bestrafen, meine Liebe, aber ihr beiden seid so süß zusammen. Oh Gott. Das ist doch gemein. So, schau mal, okay. Also ab hier. Das ist genau das, was ich auch schon mal gemacht habe. Und da.
Mal wieder. Zilla, Liebling, ist alles in Ordnung? Du solltest schon seit Stunden zu Hause sein. Sie bauen, Mama Retterik. Du merkst gleich, dass ich das musste Ding einen Umweg aufgeht. Über Neubelville nehmen und der Verkehr war. Oh, komm mal LCD auch an. Nein, das ist garantiert falsch. War schlimm. So. Ich musste einen Umweg über Neubelville nehmen und der Verkehr war schlimm. Hast du Jax gefunden? Jax! Ja, hab ich. Und nächstes Jahr organisierst du den Geburtstag. Deine Tochter ist unmöglich, seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk kriegt. Darf ich ihn haben? Bitte! Ich war den ganzen Tag im Labor. Hattest du Zeit, mein Memo über die Memorial-Therapie zu lesen? Schatz, ich denke nicht, dass die Kunden deine Idee gut finden werden. Ich glaube, Gedächtnisse speichern macht wirtschaftlich. Okay, halt. Gut finden werden. Ich glaube, Gedächtnisse speichern macht wirklich. Der ist kaputt. Er bewegt sich nicht mehr. Ich kümmere mich um ihn, sobald wir zu Hause sind. Versprochen. Oh, das ist so mies. In Erinnerung uns selber töten, ey. Oh. Ich kümmere mich um ihn, sobald zu Hause sind. Ist Jax für immer kaputt? Siehst du, dein Roboter repariert sich selbst. Das ist böse. Ein bisschen. Oh, na komm, ey. Was zum? Oh! Jax! Nelin, hör auf. Das ist gefährlich. Was? Habe ich es geschafft? Hey, die war gar nicht angeschnallt. Irgendwas stimmt da nicht. Ist das so? Oh, okay. Okay. Achso, das ist die Mutter, die. Okay. Ich hab's geschafft, aber es ist irgendwie nicht geil. Von hat seinen eigenen Tod zu remixen. So als Kind. Das ist richtig bösartig. Nellen! Oh mein Gott! Was hab ich getan? Nellen! Alter.
Boah. Also das ist richtig übel, das ist richtig mies. Dein Experiment, Nellen. Mach ihn fertig. Tu es. Oh, Edge. Welch tragische Verschwendung. Stopp. Das ist sehr clever. Du musst alles stoppen, Papa.